Hallo YouTube, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Heute gibt es einmal ein bisschen ein etwas anderes Video. Was heißt das? Das erzähle ich dir. Du gehst zur Arbeit und dann kommt dir schon der frische Dönergeruch mit Zwiebeln morgens entgegen. Da musst du schon so ein bisschen deinen Job wirklich mit Leidenschaft anpacken. Ich habe vor ein paar Tagen meiner Community auf Instagram, folgt mir da auch gerne unter Dr. Andrea Jakob, Jakob mit C geschrieben, einen Fragesticker in die Story gestellt, wo sie einfach mal, ja, alle Fragen, die ihnen in den Kopf kamen, die sie schon immer mal der Zahnarztwelt stellen wollte, sich trauen durften und alles raushauen durften, was ihnen so auf der Seele gebrannt hat. Und ich fand diese Fragen so herzerfrischend und da sind so viele Fragen zusammengekommen, dass wir uns einfach gesagt haben, wir produzieren daraus zwei. Ja, ich werde dir auch am Ende des Videos das andere Video verlinken. Zwei YouTube-Videos einfach produziert haben, wo wir einfach auch mit einem kleinen Lächeln in den Augen das Ganze einfach beantwortet haben. Das ist echt eine harte Nummer. Ich habe das für mich persönlich beantwortet. Bitte nimm nicht alles so bierernst. Das soll einfach mal ein bisschen mit Humor gesehen werden. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe mir die Fragen, weil das so viele waren, auch hier echt aufgeschrieben. Und die erste Frage ist eigentlich schon ganz cool. Wenn du da so als Zahnarzt sitzt, uns behandelst, was ist für dich eigentlich der unangenehmste Geruch? Und die Frage ist insofern eigentlich berechtigt, weil es gibt natürlich Menschen, die nehmen da echt überhaupt keine Rücksicht drauf, dass sie irgendwie einen Zahnarzttermin haben. Und wir haben natürlich in der Behandlung echt vis-à-vis einen kurzen Abstand zu euch. Und ich muss gestehen, für mich persönlich ist es am schlimmsten, gleich mit Gerüchen konfrontiert zu werden, morgens 8 Uhr. Ja, also wenn du dir das vorstellst, du stehst morgens auf, gehst zur Arbeit und dann kommt dir schon der frische Dönergeruch mit Zwiebeln morgens entgegen. Da musst du schon so ein bisschen deinen Job wirklich mit Leidenschaft anpacken und natürlich adaptierst du dich da relativ schnell. Also für mich persönlich ist es einfach kalter, alter Zigarettengeruch, bin ich ganz ehrlich. Wenn du dir vorstellst, du warst zum Beispiel beim Fußball oder warst feiern und gehst dann, hast doch nochmal ein Bierchen vielleicht zu viel getrunken und hast dann halt ordentlich deftiges Essen zu dir genommen mit Zwiebeln und Knoblauch. Also da muss ich schon sagen, das ist eine harte Nummer. Ne? Also das ist schon so. So, zweite Frage. Lernt ihr eigentlich im Studium, wie man eine Praxis aufbaut? Ganz klare Antwort, nein. Würde ich mir wünschen. Ich meine, mein Examen ist leider schon ein paar Tage her. Ja, also ich habe jetzt 20 Jahre Berufserfahrung, aber ich glaube, das Studium hat sich nicht so unheimlich verändert. Wie du eine Praxis letztendlich aufbaust, führst und das Ganze managst, ganz ehrlich, das ist Learning by Doing. Das macht jeder Zahnarzt anders und jeder wird auch einfach mal sich eine blutige Nase holen, daraus seine eigenen Erfahrungen sammeln und dann gegebenenfalls einfach alles über den Haufen schmeißen und neu starten. Also, ich habe jetzt auch mal meine Kamerafrau dazu geholt. Ja, Jackie ist im Hintergrund, die mag auch nicht so unbedingt vor die Kamera. Deswegen einfach mal aus dem Äther. Jackie, was hast du noch für Fragen? Ja, also ich habe auch tatsächlich zwei Fragen. Und die erste ist, ist das Studium für die Zahnmedizin eigentlich schwer gewesen? Ja. Ja, das ist echt eine harte Nummer. Und ich muss gestehen, also das ist meine persönliche Einschätzung, aber ganz ehrlich, ich kenne keinen Kollegen. Keinen Kollegen. Und wir sind ja doch auch eine kleine Gemeinschaft, wir Zahnärzte in Deutschland. Man trifft sich auf Fortbildung, tauscht sich aus. Ich kenne keinen, der freiwillig dieses Studium nochmal machen würde. Das hat nichts damit zu tun, dass er seinen Beruf nicht liebt. Ja? Aber dieses Studium, das ist so verschult und mit psychologischen Ecken einfach versehen. Nee, also das ist echt schwer und ich würde, ganz ehrlich, ich würde es auch nie nochmal studieren. Okay, und dann habe ich noch, das habe ich auch oft selber, dass ich den Gedanken habe, wenn ich unter euch liege sozusagen, ihr Zahnärzte, ihr seid doch auch alle gebleached, oder? Ja, coole Frage. Ja, ich glaube schon. Ja, Zahnärzte sind natürlich
alle gebleached, also die ich kenne, die meisten sind gebleached oder sie haben einfach Veneers. Aber ganz ehrlich, stell dir einfach vor, du gehst zum Zahnarzt, der hat gelbe Zähne. Ist jetzt auch nicht so unbedingt das, du weißt, was ich meine. Also natürlich lieben wir auch unsere eigenen Zähne. Ja, also ich denke mal, da kann ich für alle Zahnärzte sprechen. Das hat viel mit Ästhetik zu tun, mit Schönheit, mit Außendarstellung. Ja, wir haben gebleachte Zähne, gebe ich zu. Ich habe meine Zähne bestimmt auch schon dreimal richtig Power gebleached. Da kann ich dir auch gerne mal unten drunter das Video dazu verlinken, weil Power Bleaching schädigt deine Zähne nicht. Und wie gesagt, frag dich immer, wenn so ein Zahnarzt irgendwie kaputte Zähne hätte, Mundgeruch hätte, gelbe Zähne, du würdest dich nicht behandeln lassen, oder? Auf keinen Fall. Ja, siehst du, ich habe da nämlich bei diesem Punkt auch noch eine ganz, ganz coole Frage. Die habe ich schon mal in so einem anderen YouTube-Video beantwortet, aber ich finde die einfach stark. Behandelst du dich eigentlich selber? Leider nein. Würde ich ja gerne. Ja, aber Mr. Bean hat es vorgemacht, hat halt Ecken und Tücken. Man hat halt viel, weißt du, das ist ja, geht dir in deinem Beruf ja nicht anders. Du kennst einfach die Schwierigkeiten, die Herausforderungen. Und bei manchen Behandlungen, die mir zum Glück noch erspart geblieben sind für mich selber, da müsste ich mir auch ganz genau überlegen, wer da als Kollege an meine Zähne darf, weil ich kann mich leider nicht selbst behandeln. Ja, bin ich noch am Arbeiten. So, und die letzte Frage, die finde ich auch ganz cool. Was passiert eigentlich mit diesen ganzen gezogenen Zähnen? Ja, das ist eine spannende Frage und da gibt es mehrere Varianten. Variante 1 ist, wir fragen eigentlich alle Patienten, also bei uns in der Praxis mache ich den chirurgischen Part, das heißt, ich frage alle Patienten, möchten Sie die Zähne mitnehmen? Das klingt vielleicht im ersten Moment blöd, diese Frage, aber es gibt doch viele Menschen, die nehmen ihre entfernten Zähne mit. Was sie damit machen, das ist völlig egal. Aber rein psychologisch, die nehmen ihre Zähne mit. Es gibt dann den Fall, dass wir zum Beispiel gerade, wenn hochwertige Metalle in den Zähnen verarbeitet wurden, also Goldlegierungen, dann sind wir eine Praxis, wir geben dieses Gold mit. Ja, dann kannst du das irgendwo selber in so eine Scheideanstalt geben. Es gibt kein Gold, was wir bei uns in der Praxis aufbewahren. Das lehne ich für mich ab. Das sind einfach Werte, die gehören dem Patienten. Und dann gibt es noch zwei Varianten. Ganz klar, man muss es einfach nüchtern sagen, Tonne. Ja, weil wenn der Patient nicht mehr die Zähne sehen will und so, was sollen wir damit? Aber es gibt natürlich auch, wenn die Zähne an sich noch einen gewissen Wert haben, dann behalte ich diese Zähne auch. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, was willst du mit gezogenen Zähnen? Ja, das verrate ich dir. Guck mal, wir müssen ja auch manchmal zu Fortbildung, ja, und es ist auch immer noch wieder einfach wichtig, dass wir uns auch updaten, zu Fortbildung gehen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir Zähne aufheben oder auch Studenten kommen in die Praxen, weil wir lernen alle vom Student bis zum fertigen Zahnarzt in Fortbildung immer noch unsere Fähigkeiten, neue Behandlungsmethoden an echten lebenden Zähnen, weil das ist was ganz anderes als an Plastikzähnen rumzuschleifen. Deswegen heben wir auch viele gesunde Zähne auf, die trotzdem natürlich aus irgendeinem Grund entfernt werden mussten. Ich denke mal, das war so ein kurzes, knackiges, einfach ja mal ein bisschen witziges Video. Das hat echt Spaß gemacht und deswegen werden wir auch gleich noch ein zweites Video davon produzieren. Einfach, wo man mit ein bisschen Lächeln im Auge einfach mal den Zahnarzt so ein bisschen ausquetschen kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schreib mir das gerne in die Comments. Hinterlass mir gerne ein Like oder auch wenn es dir richtig gut gefallen hat, natürlich ein Abo, damit ich immer noch mehr wachsen kann. Mir macht das echt sehr, sehr viel Freude, diese Videos für dich zu produzieren. Das motiviert mich, das gibt mir nochmal einen Kick. Und ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.